Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte aus Der Kaufmann und der Papagei von Nosrat Pezeshkian. Dieses Jahr wird dieses grundlegende Werk der positiven Psychotherapie 40 Jahre alt. 1, 2, 3, 4. 40 Jahre alt. Und zu diesem Jubiläum habe ich beschlossen, die Geschichten vorzulesen bis zum Monat März. Jeden Tag eine neue Geschichte, weil im Monat März 1979 ist Der Kaufmann und der Papagei meines Wissens zumindest zum ersten Mal hier im Fischer Verlag erschienen, als Taschenbuch. Und weil das Jubiläum ansteht, 40 Jahre, habe ich die 40. Geschichte aus Der Kaufmann und der Papagei ausgesucht für heute. Eine Geschichte, die ich liebe, seit ich meine Ausbildung in der positiven Psychotherapie gemacht habe. Und ich danke euch nochmal von ganzem Herzen, liebe Birgit Werner, lieber Gunther Hübner, dass ihr mir diese Geschichte nahegebracht habt. Und sie heißt 50 Jahre Höflichkeit. 50 Jahre Höflichkeit. Ein älteres Ehepaar feierte nach langen Ehejahren das Fest der goldenen Hochzeit. Beim gemeinsamen Frühstück dachte die Frau: seit 50 Jahren habe ich immer auf meinen Mann Rücksicht genommen und ihm immer das knusprige Oberteil des Brötchens gegeben. Heute will ich mir endlich diese Delikatesse selber gönnen. Sie schmierte sich das Oberteil des Brötchens und gab das andere Teil ihrem Mann. Entgegen ihrer Erwartung war dieser hoch erfreut, küsste ihre Hand und sagte: Mein Liebling, du bereitest mir die größte Freude des Tages. Über 50 Jahre habe ich das Brötchenunterteil nicht mehr gegessen, das ich vom Brötchen am allerliebsten mag. Ich dachte mir immer, du sollst es haben, weil es dir so gut schmeckt. Ach, fantastisch. Da kommt immer wieder erkennendes Lachen auf. Ne? Also wenn ihr eine solche Geschichte hört von mir und ihr müsst schmunzeln, ihr müsst lachen, dann ist es genau richtig, dann wisst ihr, das hat irgendeinen guten Punkt in euch getroffen. Wenn es so ist, wenn ihr irgendwelche Gedanken zu diesen Geschichten habt, schreibt sie doch gerne unten in die Kommentare rein. Lasst uns darüber ins Gespräch kommen. Das wäre wunderbar. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag und freue mich auf die nächste Geschichte morgen im Laufe des Tages. Also dann, tschüss!